Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, dass die Versorgung psychisch erkrankter Kinder und Jugendlicher stark verbesserungsbedürftig ist, das ist seit langem bekannt. Am 16. April 2018 habe ich schon eine Frage bezüglich der Wartezeiten für dringend benötigte Betreuung an den Landkreis gerichtet. Schon damals wurde also zum Beispiel die Frage Nummer 5 der vorliegenden großen Anfrage der SPD beantwortet. Und da fragt man sich schon, warum nach circa 2,5 Jahren dann eine solche Anfrage kommt. Die Missstände sind bekannt, allein die politischen Mühlen mahlen langsam auf Kosten der Betroffenen. Wenn man nun wie ich Abgeordnete der Verbandsversammlung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen ist, dann liest man auch dort anhand des Antrages der SPD und weiterer Fraktionen, dass Kinder mit psychischen Erkrankungen unzureichend versorgt sind. Allerdings stehen im Vordergrund des Antrages die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, deren Versorgung schlecht sei. An dieser Stelle muss gesagt sein, wenn es um die Versorgung von Kindern geht, dann sollten keinerlei Unterschiede gemacht werden. Jedes Kind ist es wert, Hilfe zu erfahren. Es muss allerdings politisch erlaubt sein zu fragen, warum nicht schon längst für die Kinder ohne Fluchterfahrung und ohne Traumatisierung solche Anträge eingebracht wurden. Die Anzahl der psychisch erkrankten Kinder ist seit vielen Jahren ansteigend, die langen Wartezeiten sind bekannt und die mangelnde Anzahl an Fachärzten und Therapeuten ist ebenfalls bekannt. Eine Zusammenarbeit mit allen Akteuren aller beteiligten Strukturen, zum Beispiel auch mit den in der Antwort zu Frage 2 genannten Krankenversicherern, wäre auch schon vor Jahren hilfreich gewesen. Und schlussendlich möchte ich noch meine und die Befürchtungen meiner Kollegen für die nächsten Jahre zum Ausdruck bringen. Die derzeit wieder extremen Corona-Maßnahmen, allen voran die Maskenpflicht, verursachen Traumata und Gesundheitsschäden bei unseren Kindern. Kleinstkinder können sich kaum an der Mimik der sie umgebenden Personen orientieren. Sprachstörungen durch Masken während der Phase des Spracherwerbs entstehen. Schulkinder sind in Angst und Schrecken versetzt und erbrechen sich eher in die Maske, als sie abzusetzen. Täglich müssen Kinder wegen Kopfschmerzen oder Übelkeit aus der Schule abgeholt werden und Ohnmachten nehmen zu. Die ständige Präsenz der Masken suggeriert einen unsichtbaren Feind in unmittelbarer Nähe. Die Schuldgefühle der Kinder bei Kontakt zu den Großeltern, weil man ihnen erklärt hat, das könnte diese Personen umbringen, all das wird einen noch nicht abschätzbaren Therapiebedarf generieren, der absehbar überhaupt nicht gedeckt werden kann. Die Politik der letzten Jahre ging hier eindeutig an den Realitäten und an den Bedürfnissen der Kinder vorbei. Vielen Dank.